Was geht ab, YouTube? Ich bin's, Chris. Wenn ihr wissen wollt, was der Audi 3 mit Ganzjahresreifen verbraucht, dann bleibt dran. Ich starte hier wieder auf dem Rewe Parkhaus. Und bevor es losgeht, gucken wir uns erstmal an, die Einstellungen. Die sind genau gleich wie beim Model 3 letztes Mal. Das heißt, wir haben hier auf der Temperatur einmal 18 Grad, Klimaanlage aus und dann die Lüftung habe ich hier auf die erste Stufe gestellt. Das reicht mir hier, das bläst mir eigentlich schon fast zu arg. Ich würde da gerne ein bisschen weniger machen, aber das passt so. Dann schauen wir uns einmal an, wie viel Prozent wir haben. Das ist hier ein bisschen versteckt bei Fahrzeug. Und dann, wenn man oben auf das Laden geht, dann sieht man, wir sind 54%. Das entspricht aktuell 156 Kilometer. Ich finde übrigens ein bisschen schade, dass bei diesem Display hier, ich kann praktisch diese Ansicht nur so machen, dass ich links die Assistenzsysteme habe und rechts die Geschwindigkeit. Oder wenn ich navigiere, habe ich dann hier noch meinen Navigationsbildschirm. Oder ich könnte theoretisch noch mal eins weiter beim Navigieren und habe dann die Geschwindigkeit links in groß und rechts die Navigation in groß. Bisschen schade, dass man da keine so Statistiken oder sowas anzeigen kann. So, dann gehen wir mal auf die Daten. Und dann haben wir hier ab Start. Weil wir jetzt gerade drin sitzen, haben wir hier 0,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch. Das setze ich einmal zurück. Ab Start zurücksetzen, okay. Gut, dann sind wir bei 0 und dann geht's los. Vom Fahrprofil habe ich ja beim letzten Video schon erklärt, beim Model 3, das blende ich euch einmal hier oben ein, wie wir fahren werden. Das heißt, nochmal einmal kurz für alle. Kurzes Stück Autobahn, dann geht es runter nach Stuttgart, in den Kessel rein, durch die Stadt durch und dann auf der Bundesstraße zurück Richtung Esslingen, dann den Berg wieder hoch auf die Filderebene und dann sind wir fertig. Das müssten so um die 50 Kilometer ungefähr sein. Ich werde von der Geschwindigkeit immer so fahren, dass ich maximal 3 bis 5 km/h über dem Geschwindigkeitslimit fahre. Und auf der Autobahn, wenn freigegeben sein sollte, fahre ich maximal 150, sodass ich das möglichst einheitlich für alle Tests machen kann. Der ID3 von Anita, der ist ja ein kleines bisschen modifiziert. Das heißt, zum einen haben wir hier Ganzjahresreifen drauf und wir haben 19 Zoll Alufelgen. Die sind beide vom Reifenhaus Reber. Das heißt, wenn ihr mal Reifen oder Räder oder Felgen braucht oder eine Achsvermessung oder was auch immer, geht gerne mal zu den Jungs. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Und wir haben hier auch noch Federn verbaut. Und zwar von, ich glaube, Eibach. Die haben wir vom Christian von Silent Drive. Das heißt, wenn ihr da irgendwas braucht, auch da gerne Link unten in der Videobeschreibung. Schaut bei Silent Drive mal vorbei. Die haben auch einen guten Instagram-Account und bauen gerade ihr Model 3 ein bisschen um. Also lohnt sich da mal reinzugucken. Und dementsprechend müsste das Auto auf jeden Fall ein kleines bisschen niedriger bzw. flacher sein, tiefer sein und deswegen auch ein kleines bisschen einen besseren CW-Wert haben. Ich bin mal gespannt, wir fahren jetzt gerade hier auf die Autobahn rauf und dann hole ich euch wieder, sobald es was zu berichten gibt. Bis gleich. Auf der Autobahn ist heute ein kleines bisschen mehr Verkehr als letztes Mal. Dafür ist 120, aber ich glaube nicht, dass wir tatsächlich 120 fahren werden können. Aber ich muss echt sagen, das erstaunt mich jedes Mal. Jetzt bin ich ja ganz viel mit meinem Model 3 wieder gefahren. Gerade wo die Schule wieder losgeht, fahre ich jeden Tag um die 90 Kilometer damit. Der ID3 ist so viel krass leiser. Das ist unfassbar. Also das Model 3 ist dagegen wirklich gestört laut. Da hört man halt die Reifen viel mehr, man hat viel mehr Windgeräusche und das ist hier wirklich, da merkt man, dass VW halt echt schon eine Weile Autos baut und dementsprechend einfach weiß, wo man was und wie dämmen muss. Echt krass. Vielleicht interessant, Temperatur ist ein Ticken kälter als letztes Mal. Wir haben 13 Grad aktuell. Ich denke mal, unten in Stuttgart werden es wieder 14, 15 sein, aber dann haben wir so 3 Grad weniger als ich beim Model 3 hatte. Und das Model 3 hatte ja auch Sommerräder und keine Ganzjahresreifen. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass hier der Verbrauch jetzt ein bisschen höher sein wird. Schreibt doch mal jetzt in die Kommentare, kurz Pause aufs Video, in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was der ID3 für einen Verbrauch hatte. Das Model 3 war, glaube ich, bei 130, 129 Wattstunden, also ich glaube 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer beim Test. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was der ID3 für einen Verbrauch hat. Jetzt war gerade ein Ticken stockender Verkehr, aber eigentlich nur 30 Sekunden. Von dem her, jetzt läuft es wieder. Und jetzt fahren wir auch 1A100, das ist jetzt auch wieder 100 hier, Geschwindigkeitsbegrenzung, sodass das dann ein ziemlich guter Vergleich wird. Aktuell, wir sind bisher 7 Kilometer unterwegs und haben einen Verbrauch von 21,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
Ich blende euch mal hier das Profil ein von der Strecke. Da seht ihr, dass es jetzt gerade am Anfang ein Stückchen bergauf geht. Dementsprechend geht es natürlich der Verbrauch auch relativ stark hoch und ist eben nicht ganz so super niedrig. Also wir haben jetzt dann 22,8. Ich denke mal, wenn wir jetzt von der Autobahn gleich runterfahren, werden wir irgendwo bei ja, um die 22, knapp 23 landen. Aber das ist ja, wie gesagt, auch in Ordnung, denn ja, berghoch. Und noch ein kleiner Hinweis, das ist mir letztes Mal aufgefallen. Es ist leider nicht perfekt, wie ich die Strecke geplant habe, denn meine Idee war ja eigentlich, dass ich etwa so viel berghoch wie bergunter fahre, sodass sich das ungefähr ausgleicht. Leider fehlen mir, habe ich beim Höhenprofil im Nachhinein gesehen, da fehlen mir leider knappe 50 Höhenmeter bergauf. Das heißt, deswegen war auch der Verbrauch so niedrig. Ich denke mal, wenn ich die 50 Höhenmeter noch berghoch gefahren wäre, dann hätte ich ganz genau diese knapp 140 Wattstunden gehabt, die ich vorher geschätzt hätte. Also jetzt mal schauen, jetzt gerade von der Autobahn runter und wir haben jetzt schon 20,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also gar nicht mal so schlecht. Ungefähr 2 Kilowattstunden sparsamer als mein Model 3. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Falls jemand neu sein sollte auf meinem Kanal und das Auto gar nicht kennt, ganz kurz, das ist der ID.3 Pure Performance, also das absolute Basismodell vom ID.3. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass der wohl nicht mehr zu bestellen sei. Das liegt aber laut Volkswagen daran, dass die auf die Chips warten und dementsprechend die Chips halt eher in die teureren ID-Modelle einbauen. Aber er soll wohl irgendwann wieder bestellbar sein. Das Auto ist geleased von Anita und zwar im Privatleasing. Sie hat dann die 6.000 Euro, die man von der BAFA bekommt, von dem BAFA als Anzahlung genommen, also sprich 6.000 Euro angezahlt, das Auto abgeholt, dann die Förderung beantragt und dann 6.000 Euro vom BAFA wieder zurückbekommen. Also so läuft es ja. Und zahlt jetzt monatlich 180 Euro für 2 Jahre und hat, ich meine, 10.000 Kilometer oder 15.000 Kilometer, ja, ich schreibe es euch mal hier oben rein, Freikilometer. Und ja, das ist echt ein ziemlich guter Deal, vor allem als Privatperson. Ich würde nächste Woche das Ganze mal mit dem Mokka E von meinen Eltern machen. Die haben den nämlich auch geleast und auch als Privatwagen. Finde ich ganz interessant, weil der vom Preis doch sehr, sehr ähnlich ist. Und wundert euch nicht, warum es jetzt hier langsamer wird. Wir sind wieder in dem Tunnel, wo wir letztes Mal auch ein bisschen gestanden sind. Es wird vorne einspurig und es sollte eigentlich gleich wieder weiterlaufen. Ja, das könnte ganz interessant sein, weil die beiden Autos ja vom Preis sehr ähnlich sind. Wir sind jetzt dann gleich in Stuttgart unten und haben jetzt 17 Kilometer gefahren und einen Verbrauch von 10,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie gesagt, Höhenprofil, denkt ein bisschen dran. Es geht natürlich am Anfang ein Stückchen bergauf, dann ganz viel bergab, dann fahren wir ganz viel unten und nachher geht es wieder berghoch. Das heißt, wenn der Verbrauch jetzt sehr niedrig ist, der wird schon wieder höher, keine Sorge. Ah ja, und vielleicht hat jemand von euch einen normalen Pure Performance ohne irgendwelche Modifikationen, also ohne Federn und mit Sommerrädern oder Winterrädern, dann schreibt mir gerne mal. Dann können wir mal gerne vergleichen, wie die Federn vor allem, denke ich mal, sich auswirken. Ob das einen signifikanten Unterschied macht oder ob das mehr so ja, Optik und homöopathische Differenzen ergibt. Würde mich echt interessieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr einen habt. Oder schreibt mir am besten auf Instagram, dann können wir mal gerne einen Termin ausmachen. Ich dachte mir, wir zählen einfach mal die Blitzer, wenn ich jetzt hier quer durch Stuttgart durchfahre, wie viele Blitzer hier tatsächlich stehen. Ich biege nicht ab, ich fahre einfach nur geradeaus durch Stuttgart durch. Ja? Also, wir sind hier gerade am Marienplatz aus dem Tunnel rausgekommen und fahren jetzt einmal quer durch, das müsste glaube ich die B14 sein, quer durch Stuttgart durch. Da kommt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, auf der rechten Seite Nummer 5, Nummer 6, 7. 7 Blitzer auf knappen 4 Kilometer, das ist schon echt heftig. Und das Krasse ist vor allem, finde ich, dass halt in Stuttgart 40 ist. Das heißt, wenn man hier als Auswärtiger herkommt und halt, ja gut, man sollte Schilder lesen können, klar. Aber wenn man warum auch immer halt das Schild nicht gesehen hat, dass hier 40 ist, sondern halt 50 fährt, dann fährt man schön in jeden Blitzer rein und wundert sich noch, was los ist. Das ist schon krass. Aber gut, dadurch, dass wir ja hier den Limiter haben, danke nochmal an eure Hinweise, weil ich ja im Review geschrieben habe oder gesagt habe, mir ist nicht klar, wozu braucht man so einen Quatsch mit dem Limiter. Aber hier in Stuttgart ist tatsächlich nicht so blöd, weil dann stellt man den auf 40, 42 ein und dann ist man auf jeden Fall auf Nummer sicher und wird hier nirgends geblitzt. Hier ist übrigens noch einer, 8.
Wir sind jetzt im Tunnel, wo es geradeaus nach Cannstatt geht. Wir fahren aber rechts auf die B10 und wir sind jetzt bei einem Verbrauch, das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. 8,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie gesagt, Höhenprofil und so weiter. Aber beim Tesla war ich, denke ich, nicht einstellig im Kilowattstundenbereich. Also ich meine, da bin ich nicht unter die 100 Wattstunden pro Kilometer gekommen. Ich bin echt gespannt, wie es am Ende aussieht. Jetzt geht es erstmal auf die B10. Relativ konstant 80, je nach Verkehr. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt nicht ganz so viel Verkehr sein sollte, sodass ich konstant mit 80 durchfahren kann. Und dann hole ich euch am Ende der B10 wieder ab. Wie gesagt, merkt euch jetzt immer bei 9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Es hatten ja letztes Mal ein paar Leute kommentiert, dass der Verbrauch vom ID.3 wahrscheinlich sehr ähnlich wird wie beim Model 3, also so 130, 140 Wattstunden pro Kilometer. Wir sind jetzt einfach, also, Entschuldigung, sonst beschweren sich wieder welche in den Kommentaren, dass ich die Einheit ja falsch nutzen würde. Also nochmal, es hatten ein paar kommentiert, dass sie den Verbrauch einschätzen mit 13 bis 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich glaube, der wird weniger, Leute. Weil das Model 3 hatte am Ende von der B10, das weiß ich noch, 113,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, der ID hat halt einfach 10,5. Das ist halt einfach so 20%, über 20% weniger. Krass, okay. Wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo es noch wieder einen Berg hoch geht, wo wir dann im Prinzip schon fast wieder zu Hause sind. Ja, krass. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. B10 war perfekt frei, lief ohne Probleme. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir oben sind. Aber also so viel Verbrauch kann es jetzt eigentlich gar nicht mehr sein. Krass. Wir sind 37 Kilometer unterwegs und haben 41 Minuten gebraucht. Also müsste relativ ähnlich dann nachher sein wie die Strecke vom Model 3. Ich blende euch nachher natürlich mal den Vergleich ein, auch die Vergleichsdaten, also wie lange haben wir gebraucht und wie war der Verbrauch. Temperatur ist jetzt sogar noch ein bisschen runtergegangen, jetzt hier seit die Sonne weg ist, haben wir nur noch 12 Grad. In Stuttgart in der Stadt waren es 15 Grad. Also trotzdem, dass es kälter ist, hat der ID.3 bisher einfach 3 Kilowattstunden weniger Verbrauch auf 100 Kilometer. Das finde ich schon echt gut, hey, nicht schlecht. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wenn wir oben sind, wie es dann aussieht. Wir sind jetzt an der Festo-Kreuzung. Jetzt sind es noch ein paar Kilometer bis nach Hause und dann hole ich euch wieder mit der Endabrechnung sozusagen. Ich sage nur so viel, wir sind bei 12,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das wird nicht mehr viel mehr werden. Ich bin gespannt. Ich bin wieder zu Hause angekommen und bin wirklich überrascht. Also das Model 3 hatte ja einen Verbrauch von 131, sorry Leute, ich bin Tesla-Boy, tut mir leid, 100, verdammt, 13,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und jetzt schaut euch mal den Verbrauch hier an. Wir haben einfach 100, es tut mir echt leid, 12,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir müssen jetzt hier 2 Minuten abziehen, weil ich jetzt hier schon 1 Minute im Auto sitze und auch bevor ich losgefahren bin. Also 51 Minuten Fahrzeit, 45 Kilometer, 49 Kilometer pro Stunde im Schnitt. Das ist wirklich krass, finde ich, für das Auto. Dann gucken wir mal einmal, 41% haben wir noch und er sagt aktuell noch eine Reichweite von 130 Kilometern. Warum sage ich für das Auto? Naja, wenn ihr euch das Auto mal von außen anguckt, das ist von der Größe schon so, ja, nicht ein richtiger kleiner Van, aber halt schon deutlich größer. Und wenn ich dann die Form vom Model 3 daneben anschaue, das Model 3 sieht schon eher aus wie so ein Keil und das Teil hier, der ID.3, eher wie so ein Schrankwand dagegen. Also deswegen finde ich das wirklich krass und wirklich erstaunlich, dass wir hier auf jeden Fall mal mindestens eine Kilowattstunde weniger auf 100 Kilometer verbrauchen. Zumal wir ja jetzt auch nur noch 11,5 Grad haben. Das müsst ihr auch noch bedenken. Das ist jetzt natürlich auch noch kälter. Und klar, ich hatte auf der Autobahn kurz stockenden Verkehr, aber das waren maximal 200 Meter vielleicht. Und ansonsten würde ich sagen, war der Verkehr sehr, sehr ähnlich wie beim Model 3. Das heißt, auch da, ja, würde ich sagen, sehr vergleichbar. Das war's für das Video, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Woche Mokka E. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da und schreibt in die Kommentare, was ihr noch für Videos sehen möchtet. Mokka E steht auf jeden Fall nächste Woche an. Der ID.4 steht auch noch an. Das habe ich schon auf der Nummer. Das habe ich schon auf der Liste. Und dann schauen wir mal und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.